Oh, mega cool, wirklich. Also das ist Eon. Okay, cool. Lädt sich automatisch auf, auch gut. Nice. Wieso hat sie geschossen? Ah! Das heißt, wir können hier endlich durch. Oh, geil. Cool. Oh, war das ein nicer Kampf, ey. Hat mächtig Spaß gemacht. Das hat dann in die zweite Phase gewechselt, wo es seinen Schwanz dir entgegenstreckt und sich umdreht. Ach so, und da habe ich echt ein bisschen Leben zurückgekriegt. Habe ich nicht gemerkt. Nein, tatsächlich nicht. Das ist fair. Das ist gut. Das ist schön gemacht. Jetzt kann ich hier langhangseln, wegen warum auch immer. Auch der in Bewegung ist auch voll cool. Sieht mega nice aus. Samus ist ja sehr schön agil. Ich mag das. Schönes Movement insgesamt. Hier will ich vielleicht gar nicht hin. Was ist denn das? Hä? Wie? Achso, ist schon auch. Oh Gott. Was? Interaktive Apparat verwendet. Speicherstation, Powerbeam, Schleuse. Powerbeam, Mäuse. Gesamtladestation. Missile Container. Adam! Lagerbericht. Lagebericht. Nicht Lager. Keiner? Okay, dann keiner. Probieren wir es obenrum. Probieren wir es nicht obenrum. Scheiße. Bosse sind auch alle anspruchsvoll, meiner Meinung nach. Gilt unter Fans und Kritikern auch als das schwerste Metroid-Spiel. Und da sowas als Support zu haben, ist schon sehr hilfreich. Absolut. Ja, habe ich auch mitbekommen. Das zählt wohl schon zu einem sehr schwierigen Metroid. Ich habe mitbekommen, dass es schwer sein soll, ja? Was ist jetzt das eigentlich für eine Scheiße? Kommt da wieder irgendein Geschwür aus der Welt? Ha. War dabei immer noch kein Morphball. Du hast recht. Was ist denn das für eine Scheiße? Als ob es jetzt wirklich keinen gibt. Aber mittlerweile... Oh, funktioniert es ganz gut ohne, aber... Das kann doch nicht sein. Voll der Scheiß. Oh, zu früh. Oh Gott. Der ist mir zu langsam, ehrlich gesagt. Was ist das für ein arschlangsamer Gegner? Was ist das für ein Metroid? Kein Crawling, kein Morphen, kein Ballen mehr. Ja, echt so. Das ist für mich kein Metroid. Hä? Kein Morphball? Wirklich? Wirklich? Nee. Nee. Direkt, hier. 0,7 von 12. Schlechtes Metroid ever. Nicht mal an. So. Ja, aber das, guck dir das doch an. Das kann doch nicht sein. Samus einfach zu blöd zum Kriechen, ja? Komplett zu dumm, um auf Beine zu, um auf alle Viere zu gehen. Auf so etwas will sie sich nicht herablassen. Samus und auf allen Vieren kriechen, wo kommen wir denn dahin? Ne? Was ist eigentlich das? Ah, schau, ein Stau, au. Scheiß Krabbe. Scheiß Mr. Krabs. Ja, aber jetzt bin ich ja wieder hier. Schlimmer als Federation Force. Oh, lol. Habe ich noch nicht gespielt. Gehört ja zur Prime-Reihe. Die Prime-Reihe spielen wir dann irgendwie so nächstes Jahr. Uns fehlen noch so Prime-Spiele. Und da spielen wir dann auch Metroid Prime Pinball. Ja? So, wo müssen wir denn hin? Ich verstehe das jetzt nicht. Jetzt war ich überall und kann nirgends sein. Ich gehe mal. Bin ich nicht schon oben rumgegangen? Da bin ich nicht. Tschüss. Muss ich zurück? Was ist los hier? Doch hier lang? Ey.
Das ist laut. Das ist wirklich laut. Blubberchen, danke für die 100 Bits. Da fällt mir auf. Seit wann schmeißt du mit Bits eigentlich um dich? Was ist denn hier passiert? Aber Dankeschön. Der war heftig. So, warte mal. Ich muss hier mal kurz Ton anders anpassen. Gerade mal so. Was ist denn da gerade passiert, Alter? Der zwiebelt, oder? Der zwiebelt. Oder was habe ich da gehört? Warte mal, ich muss hier mal gucken. Was ist denn das hier für ein Schmarrn? Ach so, so rum ist Mikro leiser. So rum. Dann muss ich es ungefähr so einstellen. So ungefähr. Oder? Ja, das geht. Ich hoffe, sind jetzt wieder alle wach. Schocksounds, meine Damen und Herren. Oh ja. Danke, Blubberchen. Ja. Wolltest du wieder pupsen eigentlich, oder? Das war dein Plan. Itemkugel, Charge Beam. Junge, wo zum Hulkbuster müssen wir hin? Das kann nicht sein. Da hat man das Boss-Theme auf Super Metroid gehört. Gerade im Alert, oder? Eben, das ist irgendwie nicht richtig. Nicht Alert. Hä? Nicht? Ich weiß. Warte, ein Schmarrn. Ach, da unten jetzt. Tatsächlich der Weg. Krass. Ernsthaft. Okay, dann halt da lang. Eine Magnetschwebebahn. Okay, tschüss. Das Feuer sieht nicht so gut aus. Also wirklich nicht. Wieso flackert denn das so komisch? Es gibt auch hübscheres Feuer. Wir haben noch ein paar Krümelbits übrig. Daher. Ach so. Das ist ja voll cool. Da dachtest du, du krümelst die hier rein. Das finde ich voll lieb. Vielen lieben Dank. Stoßflamme ist das. Die sehen auch so aus. Nee, finde ich nicht. Das sieht aus wie Feuer.png. Nee, weiß ich nicht. Hübsch finde ich es nicht. Wirklich nicht. Das flackert mir auch. Also ich weiß es nicht. Ich finde es nicht hübsch. Habe ich schon hübscheres Feuer gesehen, ganz ehrlich. Irgendwie weiß ich nicht. Das ist auch etwas, was ich im Metroid merke. Du kannst sehen anhand der neuen Fähigkeiten, wo es grob als nächstes lang geht. Ja, so grob, ja. Ist echt so. Ohne dass es zu Adam sagt dir, wohin du jetzt darfst, ist. Ja, ist ein schöner Misch aus irgendwie allem. Was ist das? Ha! Na also. Kateris. Möchtest du nach Kateris? Nö. Okay, doch. Hab's mir anders überlegt. So. Ja. Oh, das sind wieder schöne Partikeleffekte. Das ist wieder schön. Oh. Passiert da was?
Okay, Ruckelparty im Fahrstuhl. So großartig hübsch ist das Game allgemein nett, so finde ich. Das Wasser geht hübscher, das Feuer geht hübscher, das Bild ist leicht verschwommen und die Texturen sind auch schwammig. Ja, gehe ich mit dir mit. Für Switch-Verhältnisse ist es definitiv ein Träumchen. Nein. Ehrlich gesagt nicht. Für Switch-Verhältnisse eben nicht. Das geht hübscher. Siehe Ori and the Blind Forest und so weiter. Die beiden Ori-Teile, die es auch auf der Switch gibt. Machen eine hübschere Welt mit hübscheren Texturen und hübscheren Effekten als das hier, ganz ehrlich. Also ich finde es jetzt auch nicht das Allerhübscheste. Es sieht echt nice aus, aber es geht hübscher. Wenn selbst Samus Returns sogar hübscher aussieht auf dem 3DS. Also, wenn du es jetzt schon mit Metroid vergleichen willst, dann ist sogar wirklich Samus Returns hübscher. Das sind schönere Texturen und so weiter. Ich weiß nicht, es ist hier echt ein leicht ein bisschen matschiger. Wasser- und Feuereffekte sind seltsam. Also wenn man es jetzt wirklich stumpf, ganz gemein nur auf die Grafik runterbricht, ist es nicht das hübscheste Switch-Spiel. Und auch nicht das hübscheste Metroid-Spiel, ganz ehrlich. Also, da muss man mal ehrlich sein. Aber hübsch ist es trotzdem. Es ist hübsch. Es ist ein schönes Spiel. Spielt sehr, sehr geil mit Kameraeffekten und so weiter. Aber ganz stumpf runtergebrochen. Was ist... Oh nein. So. Ist es jetzt wirklich nicht das Allerhübscheste. Auch wirklich nicht für Switch-Verhältnisse. Das geht wirklich hübscher. Siehe zigtausend andere Games, die auch in so einem 2,5D-Gewand sind. Findest du Samus Returns so hübsch? Es ist hübscher als das hier. Es ist hübscher als das hier. Es tut mir leid. Für mich ja. Weil es ist ja nicht so lange her, wo wir das gespielt haben. Es ist von den Textur oder von Aufmachung und so hier und da Wasser-Feuer-Effekte und überhaupt so. Von den Texturen einfach nur hübscher als das hier, ja. Ist so. Finde ich schon. Alter, what? Okay. Es ist trotzdem hübsch genug, es macht Spaß. Aber ich gehe da nicht mit zu sagen, oh, für Switch-Verhältnisse. Auf den Satz reagiere ich sowieso ein bisschen allergisch, weil das ein Schmarrn ist. Weil die Switch kann ganz anders. Halt, einfach ganz anders. Ist immer eine Sache der Programmierer, ganz ehrlich. Und gerade bei Metroid, Nintendo internen Titeln, ist es für Nintendo-Verhältnisse sogar schwach. Gerade die wissen, wie sie eigentlich ihre Hardware vollends ausreizen und das finde ich dann ein bisschen schwach. Wenn wir jetzt mal so richtig hässlich gemein sind und es mal so richtig durch hässlich analysieren, wenn wir da mal so richtig fies sind, dann sage ich, das ist für Nintendo-Verhältnisse grafisch schwach. What the fuck? Aber es ist mir sowieso aufgefallen, dass Switch-Spiele derzeit grafisch schwächer werden. Bayonetta 3 sieht nicht mehr so gut aus. Bayonetta 2 sieht schöner aus. Metroid Dread sieht jetzt irgendwie weniger gut aus. Es ist sowieso ein seltsames Phänomen derzeit, dass die nächsten Nintendo-internen Titel irgendwie einfach schwächer aussehen plötzlich. Ein Splatoon 3 ist hässlicher als Splatoon 2. Was passiert denn da? Also irgendwie lässt auch Nintendo sowieso qualitativ nach, ist mir schon aufgefallen. Das ist sowieso seltsam. Was ist denn? Wieso geht's denn jetzt hier nicht weiter? Ich glaube, ich soll hier noch nicht sein. Ich gehe mal doch wieder zurück. Ich glaube, mir fehlt da was oder so. Voll merkwürdig. Und Xenoblade, auch das? Ist das intern? Jein, ja, jein. Aber auch das, Xenoblade 3 sieht schlechter aus als Xeno 2. Es ist so. Und ich denke mir so, was ist denn los hier? Warum lassen denn auch die jetzt nach? Xenoblade ist nicht intern, nicht so ganz, aber es ist ja trotzdem eine Nintendo-eigene Marke, wie Bayonetta auch. Dementsprechend nehmen wir es einfach mal mit und auch das sieht komischerweise schlechter aus als Xeno 2. Ich weiß nicht, was da los ist. Bayonetta 3 muss man aber sagen, ist wirklich so. Der zweite Trailer, ja, eigentlich hat das eigentlich mehr kaschiert, der hat halt bessere Szenen gezeigt. Wenn du aber genau hinschaust auf die Umwelt, sind die Texturen trotzdem ganz seltsam. Schwach. Aber ja, der zweite Trailer war
100 Jahre besser und ich freue mich mittlerweile auch auf Bayonetta 3. Aber irgendwie, irgendwas, weiß ich nicht, qualitativ lässt gerade alles irgendwie ein bisschen nach und ich weiß nicht, was da abgeht. Hä, voll seltsam. Eigentlich müssen wir da hin. Und fast so rüber, als ob die Switch selbst für Nintendo selbst schon zu schwach wäre. Nee, das glaube ich nicht mal. Das glaube ich halt nicht. Weil, ja. Glaube ich nicht. Wirklich. Weil die können es ja schon. Und gerade Nintendo hat bisher immer das Beste aus ihren eigenen Konsolen rausgezwiebelt, weil die ja ihre Hardware kennen. Ich habe eher das Gefühl, weiß ich nicht. Die haben keinen Bock mehr. Von Pokémon brauchen wir es gar nicht anfangen. Schön ist was anderes. Weiß nicht, was abgeht. Nintendo ist halt auch mittlerweile... wandelte sich halt auch einfach nur zu einer Profitfirma. Liegt aber halt am neuen... Nintendo-Chef. Da geht's weiter, du kleines Stück Scheiße. Na, keine Ahnung. Ich meine, es macht ja trotzdem Spaß. Es ist ein schönes Spiel, aber... geht hübscher auf der Switch. Gerade so 2,5D-Spiele auf jeden Fall. War von mir ironisch. Weiß ich schon. Aber trotzdem wollte ich jetzt trotzdem mal so drauf antworten. Und das ist alles ein bisschen seltsam. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Okay. So. Jetzt sind wir mal weitergekommen. Die sehen auch ein bisschen aus wie so Mini-Dratinis. Lol, mega lustig. Daten werden hochgeladen. Hi Sockel! City erscheint durch thermische Energie versorgt zu werden. Magma wird aus dem Inneren des Planeten gepumpt und von dort weiter. Oh, das kennen wir schon. So eine Sache. Hatten wir schon mal auf dem Planeten. Hätten wir beim Boss machen müssen, echt so. Das Timing mit dem Raum war lustig. Was mit Xenoblade? Zocke gerade Xenoblade 3. Ja, Taktiker, was sagst du? Xenoblade Chronicles 3. Also von den Trailern her sah es qualitativ von den Texturen her so und von der Schärfe und so. Ist es doch irgendwie von den Trailern her zumindest, sieht es ein bisschen schlechter aus als Xenoblade Chronicles 2, oder nicht? Was würdest du dazu sagen, wenn du es gerade spielst? Ich konnte das zentrale Steuerungssystem des Magma-Flusses ausfindig machen. Es befindet sich hier in Tartaris. Ich finde 3 besser als 2. Also grafisch. Nur grafisch. Allein nur grafisch runtergebrochen. Ja? Jetzt nicht irgendwie vom Gameplay und den Mechaniken, sondern ganz stumpf nur grafisch. Von den Trailern her sah es für mich schwächer aus. Kataris, ja? Beim derzeitiger Suit kann dich während deiner Erkundungen auf Kataris nicht schützen. Der extremen Hitze der Lava hält er nicht stand. Ja. Du solltest auf gar keinen Fall Gebiete mit der Art hohen Temperaturen betreten. Das ist so, Adam. Da hast du schon recht. Scheint sich ein Shuttle zu befinden. Nutze ihn, um weiterzukommen. Ein Shuttle? Es gibt noch etwas, worüber wir sprechen müssen. Deine neue Fähigkeit, den Phantomumhang. Ah, oh, die Synchro ist schon geil. Phantomumhang verhindert. Dass er nie dich aufspüren können. Bisher war Flucht deine einzige Option. Jetzt kannst du auch an ihnen vorbeilaufen. Mach davon Gebrauch, um dein Ziel zu erreichen. Cool. Und Socke auch. Xeno 3 sieht wie Xeno 2 aus, meine Meinung. Teilweise besser als 2, okay? Okay. Oh, okay. Und was sagt ihr zu Bio 3? Trailer her wenigstens? Also ich fand da, gerade der erste Trailer war schwach. Aber okay, ja, dann ist es vielleicht gleich, aber trotzdem merke ich trotzdem, dass Nintendos Quali, oder das merkt nicht nur ich, das merkt man einfach. Das hörst du ja von vielen Leuten, Nintendos Quali lässt trotzdem nach. Und das ist man von Nintendo so an sich eigentlich nicht so ganz gewöhnt. Bio Mayo. Interessiert mich null. Ja, mich zuerst auch nicht und von dem neuen Trailer her doch wieder. Vielleicht wird vielleicht doch ganz cool und so. Na, mal sehen. Genau. Bedenke, dass der Phantomumhang deine Mobilität stark verringert. Ein Emmy wird dich übrigens.
Verhaltens nach wie vor ergreifen, wenn es zu direktem Kontakt kommt. Ob und wie du dich fortbewegst, liegt ganz an dir. Halte nur deine Umgebung stets im Blick. Wie immer. Der Phantomunhang ist nutzlos. Sobald ich ein Emmy gesehen habe, ergibt Sinn. Greife dann die Flucht, bis er die Verfolgung aufgibt. Ich meine, so Effekte, was? Das ist schon geil gemacht, Metroid Dread, ja? So ist es ja nicht. Es ist sehr, sehr schön und so. Aber. Der Phantomunhang kann auch bisschen seltsam verwendet werden, wenn dein Helium verbraucht ist. Stattdessen wird dann deine Energie verbraucht. Ja, wurde mir schon erzählt. Ausweg. Deine komplette Energie wird nie aufgebraucht. Setze diese Fähigkeit weise ein, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Ja. Ja. Ich habe Xenoblade 3 nicht mal installiert, nicht mehr aus der Folie ausgepackt. Es liegt nur in der Ecke. Echt? Hast du nicht letztens doch gesagt, du hättest es installiert? Da, wo deine Switch plötzlich eh alles installieren musste, merkwürdigerweise, hast du dann nicht in dem Moment auch Xeno 3 installiert? Ja, aber ich habe also Xeno 3 interessiert mich auch vor allem thematisch überhaupt nicht. Das ist für mich too much. Was hast du da, 8 Leute in der Gruppe oder so ein Scheiß? Das ist für mich ein MMO, aber als Einzelspieler, ich verstehe das nicht. Du hast irgendwie 8 verschiedene Characters oder so in deinem Team. Erstens ist dann der Bildschirm einfach zu voll. Zu viele Kampfsachen, dann weiß ich nicht, kann ich mich von den Trailern her mit keinem Charakter mehr verbinden, so? So, keine Ahnung, also rein thematisch interessiert mich Xenoblade 3 auch so gar nicht. Das hat mich null abgeholt. Nee, ist gar nicht meins. Aber ist ja auch egal, ich habe dafür Xeno 1 und 2. Da verbringe ich dann auch hunderte Stunden, das passt schon. Ich brauche nicht unbedingt, weißt, muss ja nicht sein. Mich spricht's halt null an. Der dritte Teil halt gar nicht. Nein, 6 Haupt und einen, der man wechseln kann. Ja, dann sind 7. Ist trotzdem zu viel und keine Ahnung. Mich hat's nicht angesprochen thematisch. Ich habe ein paar Trailer gesehen, auch so Story-Trailer und so. Hat mich aber nicht abgeholt. Aber ist ja schön, klar, also nur weil es mich nicht abholt. Ne? Aber ist ja geil, wenn es euch dann gefällt und so. Aber für mich, da bin ich raus. Da bin ich raus. Ich sehe gerade, der Adam-Kram hier sieht aus wie ein Spiegel oder Stargate. Ja. Ja, es ist halt irgend so. Es sind halt Pixel in einer Blase. Ich weiß, es ist halt. Mich hat es ein bisschen an irgendwas anderes erinnert. Tron? Spricht nicht in Tron so ein Computer mit so Pixelformen oder so? Ich weiß gar nicht. Ja. Xeno 3 ist ja kein Taxi. Er hat dich nicht abgeholt. Ich habe plötzlich Schmerzen. Ach, Tag. Okay. Bayonetta freue ich mich sehr drauf. Ich mittlerweile auch, ja. Ich kann später was zu Adams Stimme sagen, wie die gemacht bzw. modifiziert wurde. Gerne, es spoilert ja nicht, oder? Und ja, eben, Nintendo Quali lässt halt nach. Das ist halt, ja. Ist einfach wirklich so. Ja, dann habe ich es sogar tatsächlich installiert. Ich war seitdem nicht mehr auf der Switch. Ja, geil. Charaktere waren bisher immer mein Hauptgrund für Xenoblade Chronicles. Ja, ergibt Sinn. Die sind ja charakterisch und story-like echt wirklich sehr stark. Aber der dritte habe ich halt einfach nicht abgeholt. Tron hat den MCP, also den 80er Tron-Film von Disney. Da passt das. Ja, ne? Das da. Ne? Schon, gell? Bin ich gar nicht mal so doof. So, ich finde Xenoblade Chronicles 3 vom UI viel zu nervig und klattert. Es ist allgemein zu groß und nach dem Fail von Xenoblade Chronicles 2 für mich, auch wegen dem Übermaß ansexuellen Fanservice, bin ich stärker von 3 angezogen und unter anderem wegen den Flöte spielenden Hauptprotagonisten. Ich mag ja, wenn Charaktere Instrumente spielen. Ja, das ist immer süß. Aber auch, du findest es auch vom UI viel zu nervig, klattert groß, zu viel, gell? Ist zu viel einfach. Das hat mich allein schon übel abgeschreckt. Ich habe gar keinen Bock auf Effektfeuerwerk auf meinem Bildschirm, wo keiner mehr was peilt. Das hat mich schon genug abgeschreckt, tatsächlich. Bei Netta 3 freue ich mich sehr drauf. Ich liebe 1 und 2 schon sehr, bin sehr auf Teil 3 gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Das Geilste daran finde ich übrigens auch, dass Bayonetta 1 physisch für die Switch noch erscheint. Cool. Hier wird alles ausgeblendet, wenn Samus einfach rumsteht. Das ist ja geil. So, let's go.
Mega interessante Musik. Na dann. Was ist denn das jetzt für ein Schmarrn? Nein. Nein. Schön, wie das so mit so Wurzeldingern angedeutet wird. Wie man manchmal Samus nicht sieht, wenn... Okay. Das muss ich, glaube ich, von unten machen. Tschüss. Auch schon tot. Ach, ist schon offen. Das hat mich jetzt überrascht. Was, Selbstmordkommando hier? Was los? Was ich bei Dread nur echt seltsam finde, Samus muss ja eigentlich schon überall gewesen sein. Eigentlich müsste sie doch schon jede Gegend kennen, denn wir fangen ja ganz unten an. Hä? Sie ist ja im Keller des Planeten. Sie muss eigentlich schon überall irgendwie durchgekommen sein. Wie ist das möglich? Das finde ich irgendwie... Finde ich die ganze Zeit schon so echt seltsam. So, hä? Denk dran, Amnesie. Ja, körperliche, ja, weiß ich nicht. Trotzdem, was ist denn das für ein Schmarrn? Ja, gut, okay. Trotzdem, irgendwie nervt, irgendwie stört mich das ein bisschen. Ja, okay. Ja. Aber körperliche Amnesie ist doch nicht komplette Kopfamnesie, oder? Ich weiß auch nicht. Naja, okay, von mir aus. Ja. Die Hitzeenergie wurde umgeleitet. Schön. Die Musik hat mich auch an etwas erinnert aus einem anderen Metroid-Teil. Die ist so dumpf, ich kann es gerade nicht zuordnen. Ich habe kurz überlegt, ob ich auch was von Magenbau gehört habe. Aber die sind so gut, die sind so neu gemixt, dass ich es manchmal gar nicht erkenne. Entschuldigung, wie komme ich denn jetzt auch wieder raus hier? Also, weiß nicht, ich frage hier für einen Freund so, Entschuldigung, hallo? Ich habe keinen Morphball, hallo? Oh mein... Oh, ich bin so dumm. Großartig. Ja, so wie du reingekommen bist, würde ich sagen. Ja, aber so bin ich ja nicht reingekommen. Oh, dieses Rutschen, ich vergesse es immer noch. Es ist was Neues. Ich muss da mehr dran denken. Also ich habe auch vergessen bei Bosskämpfen, dass ich sliden kann. Ja, das muss man halt einfach erst dran denken. Das ist halt, das ist noch nicht drin so richtig manchmal. Manchmal passiert das. Okay, jetzt sind wir wieder da, aber ich hab's ja jetzt wieder umgeleitet. Ist das jetzt schlau, das wieder umgeleitet? Ich... Keine Ahnung, komisches Spiel, ich laufe jetzt hier weiter, tschüss. Oh, hi. Yo, weißt du, sowas ist mega geil dann wieder. Schaut euch da den Hintergrund an. Das sieht Zucker aus. Das ist schon geil. Vom Effekt, vom Feeling her und so. Ja, cool ist es schon. Das spielt halt besser mit dem Hintergrund als Samus Returns sogar, finde ich, im Moment. Das ist geil. Was dreht sich da hinten auch? Fetter Lava-Generator, mega. Was sind da für eine Truhe im Hintergrund? Die kommt auch aus Darksiders, oder? Nee! Ich weiß noch nicht, wie ich das besiegen kann. Ah,
ja, okay. Ich glaube, der Bot mag dich nicht. Sorry, you don't have enough points. Jetzt hat Dark den Bug. Kann es sein, dass da so ein Bug ist, wenn sich jemand umbenennt? Kann das sein? Dass es vielleicht das ist? Vielleicht kommt er da durcheinander. Ist halt kacke. Ich laufe da jetzt einfach durch, es ist mir egal. Heute nicht. Au. Oh mein Gott. Energie wird echt großzügig aufgeladen wieder in dem Spiel. Auch schön. War klar. Hab schon den Hitzewall gesehen eigentlich. Oh mein Gott. Was? Ob das jetzt so klug war? Magst du wissen, wie du die zwei Arschkugeln mit Stummelärmchen Bodenwellen kontern kannst? Nee, natürlich noch nicht. Das möchte ich doch selber rausfinden. Oh, was ist da unten für ein Anzug? Mehrere so Dinger. Oh, wie krass. Aber auch hier, das sieht ehrlich gesagt gar nicht mal so geil aus, die Lava an sich. Die ist viel zu weiß. Ist eigentlich fast schon Milch. Wobei es bei mir ein klitzekleines bisschen heller ist sogar als bei euch, komischerweise. Da ist ein Chozo. Es ist irgendwie ein Chozo-Anzug. Vielleicht haben sie es genutzt, um da unten zu arbeiten oder so. Auf jeden Fall mega interessant. Vielleicht ist es auch Milch. Ach so. Das kann natürlich sein. Dafür guck hier, diese Lichtstaubeffekte sind wieder mega geil. Es ist so ein Misch aus geil, aber manche Texturen sind seltsam. Das wird irgendwann so hell, dass es wirklich weiß aussehen kann. Das weiß ich. Aber mir fehlt es trotzdem an Lava Impact. Was bist du denn? I! Auf Wiedersehen! Das ist keine Milch, das ist was anderes Weißes. Oh. Scheuermilch. Aua, au, bitte nicht, au, das ist heiß. Oh, oh, oh. Die sind ja grün. Alter, die Bewegungen, das ist so eine... Das ist so geil. Wie organisch. Das ist so gut. Das ist schon cool. Ist der Phantomumhang aktiviert? Können Amy Samus wieder sehen, noch ausfindig machen? Vorsicht, kollidierst du mit einem Amy, wird er dich dennoch angreifen. Aha. Das ist schön, dass mir das Spiel das irgendwie fünfmal erklärt. Mittlerweile wissen es, glaube ich, alle. Ah, das geht dann schon, okay. Ach, scheiße, ja. Okay, anderes Zeitfenster.
Das kannst du ein bisschen nochmal erklären, ich hab's nicht mitbekommen. Ja, also wenn du den Umhang aktivierst, dann bist du scheiße im Kopf. Das war das erste Mal, dass ich dieses Maschinenwesen da unten sah. Na, siehst du mal, bist du auch da durchgerannt, ne? Ich schaue mich unfassbar gerne in Spielen insgesamt um. Es ist immer schön einfach. Ich liebe das. Wie schön detailliert Spiele immer sein können und so. Ich mag das sehr. Schau mich immer verdammt gern um. Das ist, war heiß. Au. Hey, geilo. So, jetzt nochmal der ganze Bums. Ist ja auch wichtig. Ist so. Die haben sich ja Mühe gegeben. Die wollen ja sowas zeigen. Ich mag Details und so. Das ist so ein schönes... Das ist einfach schön. Spieldesign kann so hübsch sein. Kann so hübsch sein. Oh oh. Ey, ja! Ach, das tut so weh. Bitte lass das doch. Was? Was? Also das Umsehen und Aufsaugen von Spielen, kann ich auch anderen Dingen aufsaugen? Ja. Ey, ey, bitte! Aber viele, egal welches Spiel, viele rasen immer nur durch Spiele durch. Und das finde ich immer voll schade. Viele, ich kenne auch einfach, ich weiß auch, Leute skippen gern auch Story. Und dann, ja, keine Ahnung, ich klicke das weg und spiele halt einfach, weil ich will einfach nur spielen. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ha, jetzt du Opfer! Hab dich weggekontert, jawoll! Yes! Voll geil! Warum mache ich überhaupt den Anzug? Oh mein Gott, Samus, du bist ein Stück Müll! Der hat dich jetzt gehört! Was ist denn das jetzt? Hä? Nee. Nee! Oh mein Gott! Okay. Zu früh! Okay. Ja, Kirby Gecko, kannst du? Oh, ich saug einfach Emmy auf und übernehme die Fähigkeit. Oh je. Okay. Okay. Ganz genau so. Oh mein Gott. Hä? Wie? Na ja. Schmerzhaft. Ein bisschen schmerzhaft. Ja. Ja, ich kenne jemanden, wenn man die Cutscenes nicht skippen kann, dann macht die Hausarbeit, zum Beispiel bügeln oder auch aufs Klo gehen, so dumm einfach. Da bekommt man noch nichts von der Story mit. Ich hasse sowas. Ich auch. Weil für was spielst du dann ein Spiel? Ja, mal jeder spielt Spiele, wie er halt Spiele spielt, aber ich finde es echt immer auch ein bisschen sehr traurig. Ja, es ist halt... Warum? Ein bisschen schade. Aber da gibt es mehrere so Leute und ich verstehe das nicht. Bisschen schade. Ums Spiel halt immer. Und dann bin da ich. Ich saug alles auf. Und verliere mich auch gern mal in so Details oder halt einfach guck auch mal nur die Umgebung an und lauter so ein Schmarrn. Wisst ihr noch Ghost of Tsushima? Ich einfach nur durch die Gegend geritten bin und dazu mal kurz Ghost of Tsushima Musik angeworfen habe und geil. Oder manchmal haben wir einfach nur so Kamerafahrten gemacht. Ich liebe auch selber so Kamerafahrten machen. Wunderschön. Hm.
Okay. Scheiße. Du bist ein Stück Scheiße da oben. Vorsicht. Boah. Sehr schön. Man kann es ein bisschen austricksen. Das ist super. Lauf halt zu, oder was? Okay, scheiße. Ey, Junge, wie habe ich das vorhin geschafft eigentlich? Das ist so heftig. Ghost of Tsushima, echt so, wir müssen das irgendwann spielen wegen dem DLC, ich hab da Bock drauf. Oh, scheiße, was ist das denn hier? Ich meine, so weit weg ist das nicht. Hast ja auch vom ersten irgendwie das Spinnenmagnetisieren aufgenommen. Stimmt. Stimmt. Am schlimmsten ist das bei RPGs und dann die Kritik, dass man Tutorials, Hinweise, Charaktere oder ähnliches nicht versteht. Ja, RPGs hat... Ja, das ist echt so. Aber RPGs haben manchmal auch das Problem, dass sie einfach zu detailreich zu viel erzählen. In den ersten 5 Minuten wirst du vollgeballert mit 1000 vor allem Textfenstern. Dann verstehe ich nämlich auch, dass man nichts versteht, wenn einfach zu viel auf einmal ist. Das machen gerade RPGs sehr gerne auch mal. Manchmal auch so Spiele. Das ist nochmal ein anderes Problem. Ich will da durch, danke. Achso. Jetzt geht's hier hoch, aber was ist hier? Magma-Schleusen. Die hier zum Beispiel. Ey, wir sind schon die besseren Metal Gear Genom-Soldaten. Echt so? Auch Metal Gear Solid müssen wir auch irgendwann spielen. Genau, weil Leute ihr Eintagsfliegen Gehirn in den Klo runterspülen. Mies. Genau das gleiche liebe ich bei Red Dead Redemption 2. Einfach in der Gegend herumreiten, die Landschaft genießen und sich berieseln lassen. Ist echt so. Hi. So. Fantastisch. Fortschrittsspeichern. Gut. Wir sind weit gekommen und haben keine Items gefunden. Da oben ist der Zentralmüll. Heftig. Ich will wissen, was ist denn hier? Was? Ja, was bist du denn für ein Wuselpusel? Ein Wuselpusel. Da ist schon wieder so eine Truhe hier im Hintergrund. Okay. Ja, bitte hör auf mit dem Scheiß. Na bitte. Aktiviere Müll. Okay. Darf ich da mal durch? Danke. Was ist das? Weg mit dem Scheiß. Ist das nicht wieder Lava? Oh ja. Hier ist alles kaputt. Es ist so seltsam, keinen Morphball zu haben und keine Bomben. So merkwürdig. Aber wenn du überlegst, wir spielen es ja rückwärts quasi. Wir spielen ja von ganz unten nach ganz oben und meistens sind ja so... Okay, das stimmt irgendwie auch wieder nicht, weil wir eben den Chartspin gefunden. Aber meistens sind ja die Morphball-Sachen und so oben. Würde ich lachen, wenn das so ist. Du kommst oben an und dann kriegst du Morphball. Wäre lustig. Samus hat keine Balls mehr. Ja, ist echt so. Schwierig. Leute, ich speichere jetzt hier, damit ich gespeichert habe. So, Fortschritt gespeichert. Und ich bin leider weg für heute.
Wir haben nur 4,5 Stunden, aber halt fast 20 Uhr. Das ist so meine Zeit. Es tut mir leid. Aber das war's für heute mit Metroid Dread. Super Spiel, wirklich, macht Spaß. Typisch Metroid, super geiles Game. Ja, ist so. Aber wie ich es mir dachte vom Gameplay, also super geil, aber es kommt für mich persönlich jetzt nicht an Other M hin. Other M ist bei mir immer noch Platz 1, weil es halt auch ganz anders ist. Aber danach, also Metroid Dread ist zumindest auch sehr weit oben. Das müssen wir erst durchspielen, dann kann ich natürlich ein Endfazit nehmen. Typisch Metroid Chrysomorph. Ja, aber halt so vom Feeling, von den Fights her, du bist scheiße im Kopf. Okay, also das war's auf jeden Fall. Ich spreche jetzt nochmal drüber, weil ich kann. So, let's go. Doppelt hält besser. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier. In Metroid Dread. Ist echt spannend.